Ja, ein recht herzliches Willkommen hier aus der Festhalle in Wetzisreute. Zum dritten Mal stehst du jetzt schon neben mir innerhalb der letzten Wochen. Der Trommlerball, der war am 22. Januar hier in Wetzis. War eine geile Party, oder? War so gut. Machen wir wieder. Ja, und was da so los war, das sehen wir jetzt. Ja, das war eine geile Party hier in Wetzis. Die Hintergrundgeräusche, das einfach nicht beachten. Wir sind hier mitten im Betrieb der Festhalle, denn neben der Fasnacht wird die schon noch ein bisschen auch zum Sport genutzt. Aber Joachim, kommen wir zur Fasnacht zurück. Der Fanfarenball steht an am 6. Februar. Es gibt was ganz Kurioses, habe ich gehört. Was habt ihr denn diesmal geplant? Wir sind letztes Jahr drauf gekommen, dass wir mal was ganz Besonderes machen könnt. Und dieses Jahr machen wir zum allerersten Mal das erste Indoor-Nacht-Narrenbaumstelle. Das beginnt um 19 Uhr bis 20 Uhr, bis die Party richtig startet. Und dann machen wir schon mal die erste Party los. Also Indoor-Narrenbaumstellen. Jeder, der schon mal das Narrenbaumstellen hier in der Umgebung mal live mit angesehen hat, der weiß, was Narrenbaumstellen heißt. Das ist der Fanfarenzug, die machen das im schönen Trockenen und Warmen. Ich habe auch gehört, es werden einige Lumpenkapellen kommen. Da wird dann schon ordentlich Stimmung sein dann schon. Ja klar, wir haben fürs Narrenbaumstelle haben wir 6 Kapelle da, für die Party danach, plus noch 4. Ja, da geht dann schon was ab, ja. Ja, und wie viel Uhr geht's denn los mit dem Narrenbaumstellen? Einlass ist sicher um 19 Uhr. Und ab wann geht's denn los? Das Narrenbaumstelle beginnt diesmal um 19.30 Uhr, dass wir um 20.30 Uhr mit unserer Party mit der Alpenmafia starten können. Ja, also Alpenmafia wird da sein um 19.30 Uhr, also das Narrenbaumstellen. Kann man wieder Tickets reservieren im Internet? Ja, natürlich. Das Formular besteht weiterhin. Man kann sich auswählen, eure zwei Karten. Mit seinem normalen Namen kann man die Karten auf seinen Namen reservieren. Die kann man dann an der Abendkasse abholen und gleich bezahlen und ist damit auch drin. Man kommt garantiert bis 20.30 Uhr rein. Also, was für ein Service, den der Fanfarenzug hier anbietet. Dies ja zum ersten Mal in Wetzisreute zur Fasnacht hier. Und wer kostenlos reinkommen möchte, der kann wie am Trommlerball bereits 2 Karten gewinnen. 5 Tage lang habt ihr die Möglichkeit, 2 Karten zu gewinnen. Hier auf unserer Facebook-Seite, die Adresse dazu ist wieder unten eingeblendet. Ja, und dann steht eigentlich einer Party hier nichts im Wege. Wir stehen hier eigentlich mitten in der Bar. Ja. Joachim, gibt es irgendwelche Geschichten hier aus der Bar, die man vielleicht nicht unbedingt eigentlich erzählen sollte, aber die vielleicht doch vielleicht interessant wären für unsere Zuschauer? Na, bei uns ist es wie in Vegas. Was in Wetzis passiert, bleibt in Wetzis. Ja, also wer das sehen möchte oder mal miterleben möchte, vor allem hier in der Bar oder auch vorne, der kommt einfach am 6. Februar hier in die Festhalle zum Fanfarenball und kann sich selber ein Bild machen, wie die Fasnacht hier denn so ist. Das war's hier mit einer Folge aus Wetzis. Euch noch eine schöne Fasnachtszeit. Bis bald.